Ubisoft presents a Blue Byte production. Hey Mark, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Anno 22.5. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Anno 22.5. Ja, es ist heute gekommen. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Anno 22.5. Ja, ich habe es heute bekommen und hab gedacht, ja, kannst du mal direkt Let's Playen. So. So, der. GmbH. So. Oder so, oder. GmbH. Ne, so, BH. Glaube ich, keine Ahnung. Danke. Aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen, zum Zwecke der Identifizierung. Unser Firmenlogo. Das sieht doch ganz schick aus hier. Was ist das? Ein Totenkopf mit Flügeln so? Ja, dann nehmen wir doch. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Okay. Ja, hier kann man halt die Sektoren gucken, das ist natürlich sehr groß. Aber hat nur 13 Bergbauplätze, das hat 17. Nicht ganz so viel Hektar. Hat ein bisschen weniger Küstenbauplätze. Und ist halt das Energieprojekt. Weiß ich, die kann man ja später noch kaufen, glaube ich. So wie ich das. Ja, wir nehmen mal das erste. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Weil
wir halt nicht wirklich so viel Ahnung haben. Ja, wir machen mal Standard. Firma Shell Nosoyo GmbH Walbrook Becken. Ja. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Okay. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Unser Kontaktperson, wer ist das denn? Ist das die Sam oder? Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Mhm. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Okay. So, da ist unser Firmenlogo auch. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Okay, so. Dann da. Jetzt hier die Straße. Oder ne, ein bisschen. Wie geht das denn hier? Da kann man Arbeit. Wir sind bereit. Ziehen. Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen so zugreifen können. Natürlich, jetzt bauen wir eine Straße noch hier. Achso, und das kostet Credits. Oder was sind das? C? Credits oder was? Zack. Schließen wir direkt hier an, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir... Ach, wir müssen auch hier nur so eine Reisfarm bauen. Das machen wir, glaube ich, mal weiter hinten. Obwohl... Ja, hier, so gut. Bauoptionen erweitert. Kann ich auch drehen oder so? Ich glaube mit Punkt und... Ich habe ja schon ein bisschen Gedanken gemacht hier, wie das alles geht und ein paar Let's Plays angeguckt. Unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Okay. So, was machen wir noch? Sonnenblumenfarm. Bauen wir mal direkt daneben. Und Biopolymerfabrik. Ach, das ist dieses, was wir zum Bauen brauchen. Sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Brauchen wir natürlich noch Arbeiter. Ja. Ach, Mist. Zack. Aber wir haben nicht genug. Müssen wir mal gucken. Ich wollte eigentlich da erst weg. Ach, egal. Jetzt ist zu spät. So, wir können uns das mal hier angucken. Kann ich das auch? So, genau. Hier. Alter, das war hier sehr schnell. Mit der Kamera. Mausrad kann man so bewegen. Näher ran geht leider nicht. Kann ich auch nicht die Sicht wechseln. Hier könnte man. Und leben klingt ziemlich gut. So. Den Pfeiltast kann ich auch noch bewegen. Da ist einer, der das alles schön beobachtet. Weil sie so Arbeiter. Boah, das wusste ich nicht. F1. So. Werben Sie Arbeiter an. Ja, das bin ich. Da bin ich dabei. Mach ich doch schon hier. Ah, das geht also okay. Ach, ne, noch nicht. Der hat keine Straße. Ja, komm, dann bauen wir hier mal eben.
So. Das kann ja erstmal so bleiben, würde ich sagen. Die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Administratoren an. Okay. Also noch mehr Arbeiter. Bauen Sie Info. Produzieren Sie Wasser. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wenig Wasser, okay. Braucht das auch eine Straße? Schätze ich mal, ne? Ja, klar. So, dann hat das. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Boah, die einzige. Krass. Da laufen auch die ganzen Leute lang. Das ist schon echt interessant so, finde ich. Energie haben wir noch genug. Bauen Sie ein Infozentrum. Achso, da brauche ich erst hier so und so viele. Was ist das? Warenbilanz. V. Das klappt nicht. So, jetzt haben wir 100. Jetzt können wir. Ah doch, hat doch geklappt. Ich dachte schon. Jetzt müssten wir doch eigentlich. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Bauen Sie Informationszentrum. Ja, kann ich doch noch nicht. Okay. Also ich finde das schon interessant hier so. Was? Das ist unser zentraler Raumhafengerüst. Okay, was hier? Die möchte irgendwas. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot. Nee, möchte nicht. Ah, das ist von den anderen wahrscheinlich hier, oder? Wie muss ich das sehen? Hä, was ist das hier? Willkommen bei Nick. Ah, da kann man Sachen kaufen. Okay. Ja, ne. Wir bleiben erstmal hier. Ich kann immer noch kein Informationen. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, mein Freund. Du musst in der Grauzone leben. Aha. Okay. Wie sieht's hier aus? Hier ist immer noch alles super. Hä, stand nicht vorne nur 100? Okay. Man tut, was man tut. Dann müssen wir mehr Arbeiter machen hier. Mehr Arbeiter machen. Klingt super. Das kann erstmal so bleiben hier. Dann machen wir hier eine Straße hin. Straße. Ja, so. Ach, so, ja. Ja, gut, so ist gut. So. Anderes finden gleich. Das machen wir erstmal so. Ah ne, und dann können wir so machen. Hä, das passt alles nicht. So, hier gibt es doch irgendwie so Parks. Ja, so. Haben wir einen großen Park. Neue Baupläne verfügbar. Geht doch. Informationszentrum. Hier kann man sehen. Information plus 6. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Da ist am besten.
Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Das ist gut. Könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Okay, so. Jetzt können wir hier upgraden. Alle Systeme online. Hoffentlich geht es bald los. Glückwunsch. Oh, diese hier. Aber können wir nicht. Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass sie ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Okay, so, wir müssen mal hier vielleicht gucken. Kann man damit... Wir haben zu wenig... Hier sieht man ja, wir haben zu wenig Reis. Oder Biokost. Anscheinend. Egal, wir machen erstmal jetzt hier. Können wir jetzt hier was Neues bauen? Die Dinger hier. Wohnkomplex, okay. Roboter. Ja, das sieht doch ganz gut aus, so. Kann ich die vielleicht hier hinbauen? Baue ich hier hin. Also, und dann brauche ich jetzt hier das. Dafür brauche ich natürlich eine Straße. Das ist Quatsch. Ich kann auch einfach... So ist gut. So ist gut, ja. Warnung. Energieknappheit. Wenig Energie. Okay, oh. Da bauen wir doch mal gleich hier... direkt eins daneben. Kann hier auch eins hinbauen. Könnten wir... So, das sieht ja schon gut aus. Energie. Haben wir wieder genug. Na, so ist gut. Jetzt müssten wir genug Energie haben erstmal. Ja, das brauchen wir noch. Ach, Bergbauplatz. Ja, so. So ist gut. Wir haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die sie nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. Okay, sie lässt sie liefern. Okay, so. Arbeiter, ne, das haben wir alles. Ja, wie soll ich Vitamine bringen? Jetzt machen, bitte. Ach, dafür brauche ich Admin das Ding an. Passt das? Nein, natürlich nicht. Ja, so, jetzt können wir hier wieder welche upgraden. Wieder die hier, würde ich sagen. Und das. Ja, das geht nicht mehr. Okay, das war's schon, was wir hier upgraden können. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Das ist doch gut. Oh, wir können noch mehr upgraden. Ha.
Das ist super. Was war schon? Zwei noch. Ha, toll. Wir haben jetzt 101 Arbeiter. So. Ey, wieso können wir noch mehr upgraden? Das geht nicht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders zu leben. Ja, hier, ich will upgraden. Und dann sagst du mir wahrscheinlich wieder, ich kann die auch upgraden. Hä, was soll ich denn noch upgraden hier, bitte? Ich weiß es nicht. Mal gucken, so, jetzt hier die schönen Roboter. Das ist ein bisschen doof mit der Maus hier. Ist sehr schnell, sag ich mal. Was sagt denn das hier? Wir haben zu wenig Bio-Nahrungsmittel. Okay, dann werden wir mal hier welche machen. Biokost mancher. Mache ich einfach gegenüber davon. Na, da fehlt uns wieder Energie. Das können wir. Quasi direkt ändern, indem wir da eine Straße noch bauen. Erstmal. Und, das fehlt uns auch. Achtung, 38, Transporter 45, Produktion. 43, 41. Hier, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was ich hier gerade mache. Ich da unten, hier, wo die Maus ist. Da gucke ich jetzt, was wohl das am meisten bringen würde. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, hier. 45. Am meisten wird es hier bringen. So. Zack. Ist das auch schon wieder. Ach, jetzt fehlt uns schon wieder hier. Energie schon wieder. Gibt's ja gar nicht. Da wäre jetzt nur eins logisch. Und dann muss ich das abreißen hier. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Ja, der 1% da. Nicht so schlimm. Man kann doch auch welche verschieben, oder? So, genau, das ging. Das habe ich nicht mal gehört. So, was denn mit den Administratoren hier? Mach ich doch jetzt gleich. Wie wirbt man hier denn an? Okay. Wir machen erst den Raumhafen. Wo ist er denn hier? Da. Ach. Immer noch im Bau beginnen. Achso, dafür brauche ich natürlich erst hier. Irgendwas brauche ich dafür. Die Administratoren brauche ich dafür, natürlich. Mann, Luca. Weiß auch nichts. Ja. Da kommen wir aber nicht mehr. Wie soll ich denn alle anwerben hier? Ach, das war Quatsch. Das war Quatsch. Ach, ich hätte es auch verschieben können. Okay, das habe ich. Ich habe eigentlich alles. Baukosten. Na. Also werden einfach nicht mehr, finde ich. Ich weiß noch nicht wieso.
So. Hier sind sie auch alle fleißig am Arbeiten. Was ist das denn für ein Ding? Ach, so ein Roboter wahrscheinlich. Das ist mein Schiff. Ich kann. Im Gange. Okay. Ja, kannst ja. Verstanden. Kannst ja dahin. Dahin gehen. Ich brauche immer noch meine Administratoren. Aber ich bin immer noch hier so schön im Plus. Ja, ich muss Vitamindrinks machen, aber irgendwie wollen diese. Möchten Sie uns auf etwas aufmerksam machen? Na, egal. Sie sollen wohl kommen. Wo muss ich noch mehr bauen hier? Keine Ahnung. Der Quatsch eigentlich. Bauen wir noch mehr Bots. Was? Nein. Geht mein Dings wahrscheinlich runter. Aber ich kann ja. Ich habe nur zwei Bergbaudinger. Oder was? Das ist jetzt. Nee. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ja, ich komme. Zack. Habe ich neue Energie? Habe ich auch neue Energie? So. Das habe ich jetzt zweimal gebaut. Das war's schon, was ich an Plätze habe hier, ne? Das ist natürlich schade. Aber egal. Aber wir müssen noch mehr Arbeiterwohnungen bauen. Warnung. Einstellen weiterer Arbeitskräfte empfohlen. Ja, bleib mal ruhig. Ah, toll. Hab ich ja verklickt, aber ich werde nicht direkt wieder alles. So, zack. Da bauen wir gleich entweder Parks noch hin oder so. Ach, und hier brauche ich auch Straße. Brauche ich auch Straße. Sei still. Ja, wir haben jetzt hier ein Problem an diesen Dingern hier. Müsste dafür natürlich jetzt hier die Produktion steigern, aber das kann ich nicht. Das ist ja Quatsch, was ich hier mache. Rein theoretisch gesehen. Ey, ich möchte keine Straße bauen. Okay. So. Egal, ich mach erstmal hier eins. Die eine mache ich erstmal Pause. Dann kann die andere weitermachen. Ist die andere wieder auf 100%. Das ist wohl gut. Hoffe ich. Ja, kann ich noch nicht. Ich brauche hier Administratoren und es werden einfach nicht mehr. Wieso nicht? Kann man das jemand verraten oder? Neue Baupläne verfügbar. Jo, ich kann ja alle hier. Ne, Leute, nur noch eins. Ach so, ich muss die verbessern. Okay, das kann, hätte mir auch jemand sagen können. So, zack. Jetzt bauen wir hier das. Ich glaube,
Ich muss davon zwei bauen und hiervon ein. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wenig Vitamindrinks. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Was? Okay. So. Ich muss das verbessern. Ach, Jungs. So, hier unten sieht man jetzt immer, wenn ich noch einen davon baue, bin ich ganz schön am Arsch. So, jetzt muss ich noch mehr Energie haben. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Ha. So. So, was ist das? Das ist auch Energie, glaube ich, ne? Davon habe ich mehrere. Kann ich besser einen noch hier hinbauen? Benötigt Küstenbauplatz, okay. Zack. Ich glaube, das bringt in. Ja, genau, da. 344 Energie und so. Das ist gut. Ich kann immer noch nichts weitermachen hier. Ja. Passt. Ja, passt. Ich habe nicht genug Bio-Poly-Dingsbums. Polymer. Das ist gut. Ja, yeah. Denn Plastik ist so 2070. Also das ist das andere. Das andere, Anno. Gibt's ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Ich kann ja einfach noch eine bauen. Das brauche ich ja wohl oft. Ey, ich muss mal hier ein bisschen Ordnung machen. So, vielleicht passt da noch irgendwas zwischen nachher. Mal gucken. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte da gucken. Braucht noch eine oder was? Ja, das ist Quatsch, was ich hier gemacht habe. Das ist Quatsch. Mist. Egal, dann mache ich hier. Da mache ich aber ein Ornament hin. Oh, braucht er auch. Ne, braucht er nicht. So, genau. Und jetzt müssen wir da noch was hinbauen. Und da bauen wir einen kleinen Parkplatz hin. Ja, wer weiß, ob man da sowas braucht. Ach, die brauchen. Okay. Die brauchen Sonnenblumen. Okay, ist okay. Ah, immer dieses. Nein, das passt nicht. Oh, na toll. So. Energie haben wir noch genug. Und ich habe echt. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin schon über der Zeit hier. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Anno 22.5. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.